What can we expect from the future on our planet? Facing increasingly complex problems such as climate change, scientists struggle to find answers. Given the global dimension of our questions, new and creative solutions have to be found. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die disziplinär nur eingeschränkt bearbeitet werden können. Welche Probleme brauchen interdisziplinäre Forschung? Ich würde sagen, alle großen Probleme, erst recht alle Weltprobleme, sind eigentlich nur noch interdisziplinär zu beantworten. Such an interdisciplinary approach is promoted by the Marsilius Colleague. The Marsilius Colleague is designed to promote dialogue between members of different disciplines and to initiate and implement interdisciplinary research projects. Andererseits kommen wir darüber noch nicht zum Marsilius-Kolleg, was ja das Ziel hat, Brücken zu bauen, auch zwischen Lebens- und Naturwissenschaften auf der einen Seite, Kultur-, Geistes-, Sozialwissenschaften auf der anderen Seite. Within its young history, the Marsilius-Kolleg has launched 4 different projects. Also wir hatten zunächst ein Projekt zum Thema Menschenbild und Menschenwürde. Dann hatten wir ein Projekt zum Thema Altern, Perspektiven des Alterns. Das dritte Projekt war dann schon das Climate Engineering Projekt, das nun schon sehr weit fortgeschritten ist. Das jüngste Projekt ist ein Projekt zur Totalsequenzierung des menschlichen Genoms. The project, the Global Governance of Climate Engineering, has been launched in 2009. Begonnen hat das Ganze mit einer kleinen Gruppierung aus einem Umweltphysiker, einem Geographen und einem Umweltökonomen. Climate engineering is the deliberate large-scale intervention in the Earth's climate system to moderate global warming. Ja, also beim Klimawandel geht's um die Konsequenzen der industriellen Aktivitäten der Menschheit in ihrer Auswirkung auf die Atmosphäre in erster Linie, also eben Anstieg von Treibhausgasen, speziell CO2. Es gibt auch andere, Methan, Ozon und so, die eine Rolle spielen, die insgesamt dazu führen, dass sich die Erdoberfläche erwärmt. In gewisser Weise ist Geoengineering natürlich eine Erweiterung des technologischen Portfolios, das wir zur Verfügung haben, um mit den Problemen umzugehen, die wir uns selber geschaffen haben. Climate engineering options fall into 2 categories. Solar radiation management technologies could reflect the incoming sunlight back into space in order to cool the Earth. Carbon dioxide removal technologies could remove CO2 from the atmosphere and store it underground or in the ocean. All of the proposed technologies are associated with various global and regional negative side effects, for instance, on ecosystems and precipitation patterns. Currently, the technologies are barely researched and subject to a controversial debate. What would be the social and political implications of attempts to modify the global climate? 8 disciplines came together to form the project, the Global Governance of Climate Engineering. The topic is highly interdisciplinary by nature, and single disciplines would certainly have agonized over the issue if left all to themselves.
Interdisciplinary research faces various obstacles. Debates about the meaning of terms such as risk is one of them. But it is also from the encounter of various disciplines that new ideas and creative perspectives emerge. Die Schwierigkeiten sind die aller interdisziplinären Projekte. Man muss erst mal ins Gespräch kommen. Und ich glaube, dafür ist eine wichtige Voraussetzung, den Gegenüber, der ja aus einer ganz anderen Welt kommt, überhaupt erst mal zu akzeptieren. Nicht also, dass man zuerst einmal an den Punkt kommt, an dem die Argumente des einen beim anderen richtig verstanden werden. Die Frage ist nur, ob Eingriffe in komplexe Systeme unseren Steuerungsansprüchen gerecht werden können, weil die Unsicherheiten einfach zu immens sind und die Folgen zu groß sind. Also das Climate Engineering, schon der Klimawandel selber, aber vor allem Climate Engineering, stellt einfach ein unheimlich unsicheres Problem dar und wirft unheimlich viele Fragen im Kontext von Unsicherheit auf. Wenn man einen Autounfall hat, wenn also bei kleinen technischen Geräten ein Unfall passiert oder ein Defekt in der Maschine ist, grundsätzliche Eigenschaft von Technik, dann betrifft es eben den Autofahrer oder die umgebenden Mitfahrer. Bei Eingriffen in das große Ganze ist natürlich, falls es zu einem Unfall kommt, auch das große Ganze betroffen. Sprich, vom Klima ist alles Leben auf der Erde abhängig. From an interdisciplinary perspective, risks associated with climate engineering cannot be reduced to the technical and scientific aspects. Die Risiken liegen vor allem darin, dass wir uns in eine Situation begeben, in der praktisch keine Erfahrungswerte vorliegen. Es gibt keine Regeln des Völkerrechts, die darauf konkret zugeschnitten sind. Ich glaube, CE, ebenso wie andere Großtechnologien, sind per se Herausforderungen für die Menschheit oder für einzelne Entscheidungsträger. Wollen wir das? Was sind die Verteilungswirkungen? Wie können wir das regulieren? Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wie werden potenzielle Verlierer kompensiert? Und wie können wir verhindern, dass über die Anwendung von Climate Engineering wirklich größere politische Konflikte ausbrechen? Eine Hauptbefürchtung ist natürlich das sogenannte Moral Hazard Argument, das heißt die Befürchtung, dass durch Climate Engineering Technologien andere Emissionsvermeidungsanstrengungen minimiert werden. Wir brauchen eine Kooperation zwischen Staaten, aber gleichzeitig haben wir eine Struktur vorliegen bei vielen dieser Umweltprobleme, auch bei Climate Engineering, wo jeder Einzelstaat eigentlich das Interesse hat, sich rauszuziehen aus der Verantwortung. Naja, das Hauptproblem bei Climate Engineering ist auch wieder ein räumliches Maßstabsproblem. Absehbar ist allerdings, dass auch schon das Diskutieren natürlich über solche Möglichkeiten gewisse reale Folgen hat. Besides researching the disciplinary challenges, the intention of the project was to improve the interdisciplinary interactions. Also für mich war eigentlich das Highlight die interdisziplinäre Begegnung. Also ich habe sehr viel gelernt über andere Gebiete. Das Nachdenken über Climate Engineering gibt einem einen anderen Blick auf das Erdsystem. The members of the project engaged in a dialogue with the international scientific community at conferences and various summer schools. They also communicated their scientific results to the public and broadened the discourse. This was achieved through newspaper articles, open lectures and presentations at schools. Besondere Aktivitäten waren natürlich die Sommerschulen. Die erste wurde in Heidelberg organisiert, die zweite dann in Banff. Und die dritte wird jetzt in Oxford stattfinden. Das Ziel der Sommerschule war, verschiedene Wissenschaftler, die zu dem Thema Climate Engineering forschen, zusammenzubringen. Ich muss als allergrößtes Highlight natürlich die Tafelrunden nennen, wenn wir auf die Burg gefahren sind und Tage und Nächte lang diskutiert. Insofern ganz wichtig, weil es vielleicht so eine Art methodische Blaupause geliefert hat. Ich glaube, für andere Gruppen, die jetzt ihre Arbeit in diesem Bereich beginnen,
ist es ein Vorteil gesehen zu haben, wie man sowas angehen kann. Wir haben teilweise Erfolge gehabt, wichtige Erfolge. Manche Sachen haben noch nicht so gut funktioniert. Davon kann man lernen und ich glaube, wir haben sowohl inhaltlich als auch methodisch anderen Gruppen was mitzuteilen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. The Marsilius Kolleg establishes the basis for scientific collaboration. It brings together diverse perspectives that engage in fruitful and vigorous discussions. But the discussion about climate engineering has only just been initiated and is not limited to scientific disciplines. It is society as a whole that is struggling to find new solutions to global problems. Ich hoffe das nicht und ich glaube es eigentlich auch nicht, denn wenn man mal schaut, was eigentlich so rauskommt bei der bisherigen Forschung, ich bleibe jetzt mal bei der Naturwissenschaft, weil ich da, nur da überblicke ich jetzt eigentlich so richtig, dann doch nur das, dass die Schwierigkeiten größer sind, als man dachte. Bin eigentlich eher skeptisch. Ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten 100 Jahren durchaus so etwas sehen könnten wie Climate Engineering. Ich würde sagen, in den nächsten 50 Jahren wird das, werden wir das nicht sehen. Ich glaube, dass es denkbar ist. Ich glaube auch, dass die Möglichkeit besteht, aber nicht die Wahrscheinlichkeit. Schwer zu sagen, wenn wir die ersten Staaten unter Wasser sind, wie pazifische Inseln, wird man in diese Richtung wahrscheinlich gehen, ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es schon in kleinerem Ausmaß sicherlich, weil es möglich ist und weil es günstig ist, dass die Anreize, das zu verfolgen, doch recht groß sind. Glaube ich schon. Ich glaube, dass eine ganze Reihe von Leuten, die Hybris besitzen, zu meinen, dass sie diese Technologie beherrschen und dass sie damit zumindest in lokalen Bereichen ein Wetter nach ihren Geschmäckern gestalten können.